Herzlich willkommen zur Beschreibung meiner Seminarreihe der persönlichen Entwicklung. Mein Name ist Gregor Hempel, ich bin seit über 20 Jahren als selbstständiger Osteopath tätig und ich möchte euch in dieser Seminarreihe meine Erfahrungen weitergeben, was eine ganzheitliche osteopathische Behandlung beinhaltet. Für eine ganzheitliche osteopathische Behandlung brauche ich vorab ein Verständnis darüber, wie unsere Denkprozesse funktionieren. Warum das notwendig ist, ist deshalb, weil wir in eine Wertfreiheit kommen sollten in der Behandlung. Die Wertfreiheit bedeutet einen Ausstieg aus dem Ego. Und diesen Weg, dieses Ausstiegs aus dem Ego, beschreibe ich in einer dieser Säulen meiner Seminare. Ausstieg aus dem Ego, warum ist das notwendig? Es geht um Schwingung, um Resonanz. Ich finde in meinen Patienten das, was ich in mir finde. Und was ich finden möchte, ist ein Zugang über das Fulcrum in die Stille. Die Stille, die Stillness, schon beschrieben von Sutherland und unseren osteopathischen Vorvätern, beinhaltet als das göttliche Feld eine Kraft in sich, die Potency. Und diese möchte ich nutzen für die Behandlung. Und mittels dieser Potency, mit der Arbeit dieser Potency, kann ich die Fulkern auf allen Ebenen lösen. Und dafür muss ich alle Ebenen kennenlernen. Darum ist es auch Teilaspekt jedes einzelnen Seminars, uns nicht nur in unserer Struktur, sondern auch in den anderen Frequenzbereichen kennenzulernen. Damit können wir dann, wenn wir das verstehen, können wir die Potency nutzen, um die Fulkern auch auf diesen Ebenen zu lösen. Und der dritte Pfeiler jedes Seminars wird sein, jeweils eine Anatomie, die wir besprechen, Schwerpunkte, sei es jetzt Immunsystem, Hormonsystem, vegetatives Nervensystem, deren Schnittpunkte, das Herz, der Nabel, das zentrale Nervensystem. Jeweils wird das, ihr könnt das nachlesen, wird jeweils mit einem Schwerpunkt in einem der Seminare, dieser 5 Seminare, beschrieben. Wir lernen uns in dieser Seminarreihe besser kennen, mittels verschiedener Meditationen, die ich euch anleite, mittels Behandlungen, die ich anleite. Ihr lernt euch kennen und schafft damit eine Voraussetzung, die euch eure Patienten ebenfalls auf dieser Ebene wahrnehmen zu können. Und das bedeutet für mich ganzheitliches osteopathisches Arbeiten. Ich hoffe, ihr habt Interesse gefunden für diese Seminare und freue mich, wenn wir uns bei einem der Seminare wiedersehen. Danke.